einen Ball, einen Korb und einen Rollstuhl. Das braucht Jan Haller für den Erfolg und auf ihn ist der Rollstuhlbasketballer hungrig. Er ist nicht nur fünffacher deutscher Meister, sondern spielt dieses Jahr bereits zum dritten Mal bei den Paralympischen Spielen. Mehr geht nicht. Ja, wir kennen es jetzt auch nicht unbedingt, dass man jede Woche vor 3.000, 4.000 Zuschauern spielt und in London und Rio haben wir dann teilweise vor 16.000, 20.000 Zuschauern gespielt. Das wäre jetzt in Tokio nicht anders gewesen. Von daher ist es absolut für paralympische Athleten die größte Bühne, auf der du spielen kannst und dementsprechend halt auch mit das Größte, was du erreichen kannst. Von Geburt an hat der 32-jährige Hannoveraner eine Fehlbildung der unteren Wirbelsäule. Sein Wunsch, Fußball zu spielen, erfüllte sich daher nicht, aber dafür hat ein anderer Ballsport sein Herz erobert. Ich bin so ein bisschen über den Basketball zum Rollstuhlbasketball gekommen. Also ich habe angefangen, Basketball zu schauen im Fernsehen. Und wir hatten in Bonn die Telekom Baskets Bonn, die dort spielen. Da habe ich ein paar Spiele geguckt in der Halle und habe dann auch angefangen, Dirk Nowitzki so ein bisschen zu verfolgen und bin dadurch dann auch darauf gekommen, dass es auch Rollstuhlbasketball gibt und wollte das dann ausprobieren. Und dieses Gefühl als Kind, wenn der Ball dann durch den Korb geht und diese kleinen Erfolgserlebnisse, die man dann sammelt, das hat sich dann so festgesetzt im Kopf, dass es einfach Spaß macht. Spaß hat er 20 Jahre nach den ersten Trainings immer noch. Große Unterschiede zum ursprünglichen Basketball gibt es nicht. Sein Talent und Wille bescheren ihm schon über ein Jahrzehnt Profikarriere und machen ihn zu einem der besten Rollstuhlbasketballer Deutschlands. Seine Mutter erinnert sich noch ganz genau an die Anfänge in Bonn. Für Jan war ja der Ball immer das Wichtigste, also sehr wichtig. Und das war für uns eigentlich eine tolle Sache, ne? Also ich fand es super, dass er da reingerutscht ist in diese Mannschaft und dann da angefangen hat zu spielen. Mhm. Ja, hat auch jeden Tag nach der Schule immer stundenlang geworfen zu Hause, ne? Also manchmal konnte man es dann schon nicht mehr hören, hat man gedacht, oh Gott, nee. Ja. Aktuell punktet Jan Haller in der ersten Bundesliga für Hannover United, die zunehmend erfolgreicher werden. Diesmal sind es gleich drei Spieler, die aus Hannover nach Tokio geschickt werden. Seine Teamkollegen sind zum ersten Mal bei den Paralympics dabei und bauen daher auf seine Erfahrung. Jan ist schon jemand, der so ein bisschen Fels in der Brandung ist, so sehr viel Ruhe ausstrahlt, immer darauf bedacht ist, dass es irgendwie allen Mannschaftsmitgliedern gut geht, der sehr harmoniebetont agiert immer, der immer wirklich hinter jedem steht, auch mal einfach einem eine Hand auf die Schulter legt und sagt, ey, das wird schon wieder. Und sowas ist natürlich im Mannschaftssport echt wichtig und deswegen ist er auch zu Recht Kapitän der Nationalmannschaft. Ja, auch für mich. Also er hat mega viel Erfahrung, hat schon viel erlebt, auch international und ich glaube, das hilft einem. Als Kapitän ist Haller Dreh- und Angelpunkt der Nationalmannschaft. Bisher hat es bei seinen beiden Paralympics-Teilnahmen nur bis zum Viertelfinale gereicht. Jetzt soll endlich die Medaille her, auch wenn schwer wird. Wir haben eine super schwere Gruppe erwischt mit dem amtierenden Paralympicsieger, mit dem amtierenden Weltmeister und dem WM-Dritten, also USA, Großbritannien und Australien. Das sind drei ganz harte Brocken, die wir da aus dem Weg räumen müssen. Der Iran, der hat uns in den letzten Jahren auch nicht unbedingt gelegen. Wir haben ein paar bittere Niederlagen kassiert bei der WM und auch in Rio. Nichtsdestotrotz müssen wir uns, glaube ich, auch vor keinem verstecken. Ende August beginnt für ihn die Medaillenjagd. Zum Auftakt geht's gleich ran gegen den amtierenden Paralympicsieger USA.